So, Schien, ihr Lieben, ganz herzlich willkommen zurück zum Autobahn-Polizeisimulator. Ihr wolltet tatsächlich allesamt noch weitere Folgen davon sehen. Ich verstehe zwar nicht, warum, aber egal. Wenn ihr das wollt, dann ist mir euer Wunsch Befehl und wir machen mit der Kampagne weiter. Ich weiß ja, die letzte Folge hat mit einer Nachtschicht aufgehört, die ich aber nicht mehr angetreten habe. Mal gucken, ob es jetzt damit weitergeht oder ob wir wieder am Tage sind. Das hört sich aber eher nach Tag an. Die Vögel zwitschern und ich denke... Nein! Nachtschicht! Wir kommen gerade, ne? Ich muss 3 Fahrzeuge untersuchen sowie 2 Unfälle bearbeiten. Meine Güte, wir haben ja nachts mehr zu tun als am Tag. Und gucke mal da. Hier der Babo Andi, was er jetzt auf einmal für eine hübsche Weste plötzlich trägt. Damit er auch nachts gesehen wird. Hier auf der Autobahn. Nicht wie schon mal von Vollidioten über den Haufen gerobbt wird. So. Ab in die Kalesche. Es geht schon wieder gut los. Ah, Mann. Das zu steuern ist schon eine Wissenschaft für sich. Zentrale an Norbert Moor, 01. Fahren Sie zur Wache Moor. So, Funkstatus. Aha. Hier erstmal hier alles ordentlich. Funktionen. Licht. Abblendlicht. Handbremse lösen, Motor an, ab geht die wilde Fahrt, höchstens. So, Zentrale an Otter Moor. Schon geht's los. Vorsicht, Zusammenstoß auf der A32 in Richtung A42. Nehmen Sie den Sachschaden auf und sorgen Sie für Sicherheit. Okay, machen wir das. Okay. Ein mittlerer Unfall auf der A32. Dann müssen wir hier nach Tissen. Ins wunderschöne Tissen. Wer kennt es nicht? Hopp. Und gleich mal schön Blaulicht anmachen. Das sieht hier jetzt bei Nacht noch viel cooler aus. Zack. Und Sirene. So, Freunde. Hier richtig Action. So, wo war das? Auf der A32. Ich mach die Sirene aus. Die geht mir jetzt bereits auf den Senkel. Ich denke, das ist auch in eurem Interesse. So. Aus dem Weg hier, ihr langsamen Feierabend-Driver hier. Gut, ich muss ja lobend anerkennen, die halten sich an die Verkehrsregeln. Da war gerade das Schild, hier sind nur 100 erlaubt und die fahren halt auch nicht schneller. Und kommen daher auch nicht ins Schlingern, so wie ich. Hallo? Alter, habt ihr das gesehen? Die sind zusammengestoßen. Moment. Norbert Moor, 1, an Zentral. Einsatz beendet. Gesehen? Also die KI ist strunzdoof. Wen wundert's? So, sehen wir mal zu. A32. Hier geht's hin. So, Norbert Moor, 2, an Zentral. Meldet sich. Es ist alles geplant, Freunde. Wir testen natürlich, das ist unsere Aufgabe, regelmäßig, ob die Leitplanken noch fest angeschraubt sind. Und hier kann man sagen, ja, sind sie. Oh Mann, wie komme ich denn jetzt hier weg? Oh Mann, Chantal, was machst du mit mir? Chantal hat mir gerade ihr Handy gezeigt mit den Instagram-Fotos, ne? Also sie ja so eine Selfie-Bitch ist. Und das hat mich in meiner Fahrkonzentration gestört. Verständlich, ne? So, jetzt gehen wir mal voll Stoff hier. Es eilt, Freunde. Norbert Moore, warum hat das eben gekracht? Melden Sie sich. Ich bin nirgendwo gegengefahren, ich habe nur gebremst. Kommt auch schon dieses Krachgeräusch. Hört ihr das? Dieses Geräusch kommt auch, wenn man eine Vollbremsung macht. Ist ja cool. Ist ja super. So, da vorne ist schon die blaue Säule. Diese blaue Säule ist so toll. Zentrale an Cabella Sumpf 02. Melden Sie sich. Das ist ein grünes Licht. Was kann es? Es leuchtet grün. Daran erinnert mich hier die blaue Säule. Hallo, LKW! Meine Gott, diese Tschechen wieder auf der Autobahn, mitten in der Nacht. Oh, so spät ist es noch gar nicht. Es ist 10:04 laut der Uhr da oben. Oh, Warndreieck steht schon, immerhin. Es
Stopp! So, ordentlich parken. Nicht, dass mir wieder hier die Kinnlade weggesegelt wird von so einem Vollpfosten. So, Handbremse, Motor. Da wird schon wieder gehupt, da können schon wieder ausrasten. Es ist ein Unfall passiert, hör auf zu hupen hier hinter mir. Idioten, muss ich absichern? Ja, tatsächlich. Und diesmal machen wir es in der richtigen Reihenfolge. Ja, 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 so viel Zeit muss sein. Erstmal laufe ich gegen den Kofferraum, weil ich so dumm bin. Pylonen will er erstmal haben. Aufheben, Pylonen. Ja, wo sollen die Pylone hin? Da nehmen das Warndreieck. Lo, zack. Drei Pylone. Zwei. Und... Na komm, ein Mauszeiger. Eine Leuchte. Weil ich ja nicht die hellste Leuchte bin, muss ich halt eine aufstellen. Ich weiß nicht, ob ich den Witz schon mal gemacht habe in einer der früheren Folgen. egal. Der war so gut, den können wir zweimal machen. So, hier müssen wir unsere Baustellenfunzel. Dann, ja gut, erst die Leuchte wieder weglegen, sonst darf ich nicht weitermachen. So, du kommst jetzt mal hier... Nein, ich möchte den Unfall nicht. Ich kann nicht zu dem hin. Ich hätte dir jetzt gerne mal gezeigt, wo der Hammer hängt vom Andi. Wenn er hier rumhupt. Ich muss jetzt skizzieren. Wie geht das denn? Wie skizziere ich? Oh. Ich skizziere hier ein Unfallteil mit Z. Involvierte Personen. Noch keine Informationen verfügbar. Aufheben Reifenteile. Ah, ne. Erstmal skizziere ich. Muss ich die auch skizzieren? Ne, mit der kann ich nur reden. Ich kann das Auto skizzieren. Schön, die Unfallskizze. Zwei Objekte. Das ist noch nicht genug. Ach, guck mal hier. Unser Penner mit dem geschmacklosen Hemd ist natürlich wieder da. Selbstverständlich. Involvierte Personen. Blablabla. Und schließlich noch dem sein. Seine Schüssel hier skizzieren. Das ist geschafft. Alles klar, jetzt räumen wir die Objekte weg. Alles der Reihe nach. Wir werden der beste Autobahn-Polizist ever. So, aber wo sollen wir das hinlegen? Ah, ja, da ist es direkt sicher. Ist klar. So, ein Stückchen Reifenteil. Wegen so ein bisschen rufen die mich an. So, jetzt mit den zwei Deppen reden. Das sind immer nur dieselben Personen hier, der mit dem blöden Hemd und der Michael Jackson für Arme. Guten Tag, ja, sie sind sowas von aufgewühlt, wie auch die letzten 10.000 Mal, als ich das gefragt habe. Mach mal hier Dokumente her. Jawohl. Bitte nehmen Sie. Vielen Dank. Ansehen. Aha, ein Firmenwagen. Fuchs GmbH. Lastkraftwagen. Ach so, dem gehört der Transporter. Ja, ich dachte, das wäre dem anderen Typen hier. Alles klar. Luca Zimmermann. Sehr schön. Ja, wollen wir mal wieder den ganzen Test? Nie im Leben! Natürlich hast du Drogen genommen. Test. Negativ. Ich würde gern einmal einen positiven Drogentest haben. Personalausweis. Ja, der Herr Zimmermann... aus Demos. Alkohol. Nö. Ich habe eigentlich keinen Bock, den das immer zu fragen, weil es eh 0,0 ausgeht. Aber ich denke, wenn ich das nicht mache, kriege ich nicht die volle XP. Deswegen 0,0. Ist klar. Nach 10 Folgen Autobahn-Polizeisimulator merkt Andy Barbo, dass keine Batterien im Alkotester sind. Was ist geschehen? Was soll ich sagen? Ich kann wirklich nichts dafür. Der Lieferwagen vor mir wollte überholen, also habe ich mich hinten dran gehängt. Bitte. Auf einmal bremst der aber voll ab und ich fahre ihm direkt hinten drauf. Gut, dass niemand direkt hinter uns war. Vielen Dank. Es klingt fast so, als wollten Sie im Windschatten fahren. Sie sollten Ihrem Vordermann nicht so dicht auffahren. So, den kann ich jetzt leider auch nicht verknacken. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Sie können den Unfallort verlassen. Ich bin mir sicher, Sie möchten zu Ihren Angehörigen. So. Nächste. Ja, weil du zu langsam warst. Mit deinem Hemd. Ja. Komm.
Ich denke mal nicht, dass die Alkohol genommen haben. Der ist einfach zu langsam unterwegs. Nicht viel trinken. Ich denke, das ist die Wahrheit. Wenn der hier so sich denkt, dass es die Wahrheit ist, dann brauche ich den Test eigentlich nie zu machen. Kann das sein? Will mir das Spiel so den Hinweis geben? Ja, 0-0. Ist klar. Drogen. Lieb Leben. Ja, von Drogen fern. Alter, dieses Gehupe im Hintergrund. Ich drehe am Rad. Ja. Wer ist das? Dokumente ansehen? Aha, Fahrzeuginhaber ist Jana Kramer. Na, ist das deine kleine Ische, zu der du wolltest, hä? Die hätte dir lasziv dein heißes Hemd ausgezogen. Und es sich durch den Schritt... Na, ich krieg schon wieder schlimmste Gedanken. Das liegt an den Temperaturen. Fabian Muller. Okay, schön, dass keine Umlaute da verfügbar sind anscheinend. Aus Dennenmoor. Sehr hübsch. Ausweis. Wird wohl dasselbe stehen. Richtig. Das ist ein alter Sack. 71 geboren. Nicht schlecht. Ist der schon 45? Oder, ne, ja, doch. Noch ist er 45, glaube ich. Hergang! Ich habe unmittelbar abbremsen müssen, als ich einen Wagen überholen wollte. Plötzlich hat dieser Gas gegeben und wollte auf meine Spur fahren. Wenn ich nicht mit dem PKW hinter mir zusammengeprallt wäre, dann wäre mein schönes Hemd jetzt kaputt. Danke für die Aussage. Sie sind wohl ganz offensichtlich in Bedrängnis geraten. Oha. Ja. Danke, Kooperation, tschüss. Ja, geh zu deiner heißen Jana. Die wird sich freuen, wenn das Auto kaputt ist. Hehe. Verlassen. Super. So, ich bin froh, dass das Spiel mich wirklich nicht zwingt, die ganze Scheiße hier noch aufzuräumen. Dass das automatisch wieder alles freigegeben wird. Obwohl, wenn es realistisch wäre, müsste ich das jetzt machen. Aber, ne, seit wann sind Simulatoren realistisch? 1000 XP, 100,0%. Vor allem das hier diesmal. Zuerst den Unfall gesichert. Ja, ich lerne aus meinen Fehlern. Wow. Ich bin Polizei-Oberwachtmeister. Pom. Pom Andi. Hammer. Super. Und warum sitzt da immer eine Ische im Auto, die nie was tut? Frage ich mich. Achso, Quatsch. Kofferraum zu. Ach, die fahren schon wieder. Alter, jetzt habe ich hier kleinen Stau verursacht. Oh Gott. Ich denke, ich lasse die erstmal vorbei, bevor mir wieder einer den Hintern abfährt. Ja, der ist wenigstens, der denkt wenigstens mit und fährt direkt nach links. Nicht so wie das Arsch. No. Ja, jetzt darf ich einsteigen, ohne Gefahr. So, komm, komm, komm. Nein, steig doch mal ein, die Kiste. So. So, schön. Ja. Machen wir mal hier das Blaulicht aus. Motor starten, Handbremse. Jetzt ist ja die Sache, wir müssen Fahrzeuge untersuchen. 3 Stück. Drei an der Zahl. Und wir müssen ja nicht unbedingt einen Auftrag annehmen, wenn ein... Ja, da kommt schon wieder einer. 01. Vorsicht. Behinderung des Verkehrs durch einen Unfall mit Sachschaden auf der A28 in Richtung A32. Nehmen Sie den Sachschaden auf und sorgen Sie für Sicherheit. Nee, das mache ich jetzt mal nicht. Den ignoriere ich jetzt, denn ich prüfe jetzt mal Fahrzeuge. Das ist ja das Schöne. Wir müssen nicht annehmen. Wenn wir sagen, nee, ich habe keinen Bock, dann lassen wir es einfach. So. Sorry. Hallo. Ihre Hintertür ist kaputt. Das geht so nicht. Funktionen, Aktionen, Fahrzeugmustern. Ein bisschen ranfahren. So, jetzt. Folgen. Verdachtsmomente. Ja, schon wieder verdächtig. Das ist schon strange. Bisher waren sie alle verdächtig. Okay, Aktionen. Rauswinken. Anhalten. Sehr schön. Dann machen wir gleich mal Blaulicht an, dass wir gesehen werden. Ordnung muss sein. Halt doch mal an da vorne! GX.
sehr schön. Motor aus, Handbremse und raus aus der Schüssel. Hoffentlich endlich mal ein richtiger Verbrecher, der Leichen im Kofferraum hat. Okay. Hallo. Willst du mich mal anschauen? Wissen Sie, warum Sie verfehlt haben, Mom? Tut mir leid, ich habe keinen blassen Schimmer. Ich habe sie aus dem Verzehr gezogen, weil... weiß ich nicht. Kontrolle? Wegen einer allgemeinen Kontrolle. Hast du ein Warndreieck? Natürlich, Kabinenbereich. Dankeschön. Drogen? Nein. Nein ist ein bisschen... Ich glaube, der... Drogenschnelltest. Negativ. Das kann doch nicht wahr sein. Hast du einen Verbandskasten? Selbstverständlich, ich weiß blöderweise nicht, wo er sich befindet. Ich und meine Ordnung, sorry. Das ist nicht gut. Was passiert, wenn Sie einen Unfall haben und erste Hilfe leisten müssten? Ich sehe nicht, glaub nicht, dass er so schlau ist und das kann. Ja, Alkohol hat er bestimmt getrunken. Nein, gar nichts. Ah, das kann doch wohl nicht wahr sein. Test. Pust. 0, ist ja öde. Documents, please. Vielen Dank. Und ein Frachtbrief. Immerhin. Dokumente. So, Kramer GmbH. Levi Keller aus Kniefelde. Alles klar. Hätte gerne den Frachtbrief gesehen. Ausweis? 79. Ja, ja. Gut. Ausweis angesehen. Fahrzeugfunk. Genau, kannst du die Zentrale anfunken, ob die was wissen über das Auto. Kein Eintrag. Schade. Personenfunk. Levi Keller. Bleiben Sie entspannt. Gegen die Gefahr liegt nichts vor. Komm, verbotene Gegenstände hast du doch sicherlich. Nö. Nö, sagt er. Das glaube ich Ihnen jetzt mal. Okay. Nun denn. Kann ich den... Kann ich das Verdächtiges erkennen? Ich sehe mir diese Person mal genauer an. Hier, genau. Da könnten wir eventuell noch ein bisschen Bußgeld einheimsen, wenn wir mal checken, ob die Kiste läuft. Lichter kontrollieren. Blinker. Aha. Ich sehe gerade nicht, ob der linke auch funktioniert. Licht. Okay. Moment. Blinker. Ah, doch, funktioniert. Alles klar. Okay. Spannend, hä? Ihr haltet es vor Spannung kaum auf euren Sitzen. Aha. Das ist ein Lämpchen. Na? Sie haben sich alle Objekte angeschaut. Pasta Yummy. Aha. Eine Dose Ravioli und Hagebutten-Tee und zwei Äpfel. Dafür brauchen wir auch einen Transporter. Gut. Tür zu. Ah, Tür zu. Kuh. Dann checken wir nochmal hier den hinteren Bereich. Blinke. Oh! Warte mal, oder muss ich den selbst separat kontrollieren, den linken Blinker? Ich weiß es nicht. Das ist okay. Rückfahrlicht. Ist das rück? Ein bisschen. Sieht immer so komisch aus. Ich glaube, das linke Rückfahrlicht ist auch kaputt. Oder muss ich das extra nochmal kontrollieren? Doch, funktioniert. Schade! Na dann. Aber immerhin, kein Verbandskasten. Das gibt Ärger. Bußgeld! Nee, Bußgeld geht nicht. In Gewahrsam nehmen, das ist gut. Was ist das? Fahrer ansehen. Naja gut, dann kann ich ihn halt nur verwarnen. Ich drücke heute mal ein Auge zu und belasse es bei einer Verwarnung. Aber beim nächsten Mal sind sie fällig. Was? Ich habe die Achsen nicht gewogen. Erste-Hilfe-Kasten gefunden. Richtige Kontrollaktion. Bußgeld, das konnte ich doch gar nicht anklicken eben gerade. Hä? Ich verstehe es nicht.
Ich konnte es doch gerade nicht anklicken. Ich wollte den doch verknacken. Mann, Spiel. Das ist echt schlecht. 33,3% fehlen. Oh Gott. Ich hab den Verbrecher wieder zurück auf die Straße gelassen. Das habe ich getan. Was sind die ganzen Autos? So ein autofreier Sonntag und ich hab's nicht gemerkt. Liebe Leute. Zentrale an Otter Moor 01. Vorsicht, Objekte auf der Fahrbahn der A32 in Richtung A42. Entfernen Sie die Objekte, um Sicherheit zu gewährleisten. Na gut. Verstanden. So, Motor starten, Handbremse an und ab geht die Post auf der A32. Hey, es ist ja direkt die Ecke, also aber die andere Richtung natürlich. Super, kannst du die nächste Ausfahrt erstmal nehmen. So, diesen Unfall muss ich noch bearbeiten und dann noch zwei Fahrzeuge kontrollieren. Das schaffen wir jetzt eh nicht in dieser Folge. Deswegen. Aber ich denke mal, den Unfall, den können wir noch aufnehmen. Je nachdem, wie lange es dauert, bis ich endlich mal da bin. So, stopp, langsam. Alter! Besoffener Polizist auf der A32 bei Niedertissen. So. Das ist nur ein doofer Parkplatz. Zusehen. Warum ist mein Blinker eigentlich an? Jetzt ist er aus. Ah ja. Deswegen waren die anderen so verwirrt gerade. Hey. So. Gibt keinen Grund, verwirrt zu sein. Auch wenn ich hier in jede Leitplanke reinkrache, sehr dicht auffahre und hier die gewagtesten Fahrmanöver vollführe. In dieser pechrabenschwarzen Nacht. So, wir gehen nochmal in die Super-Cockpit-Kamera. Alter, das ist noch schwerer zu fahren, aber es sieht so realistisch aus hier. Alter Schandtalle. Gruselig. Gruselig. Ja, lassen wir es lieber so. Alalalala, eine Fahrt bei Nacht. Und Chantal hat mich um den Verstand gebracht. Sie sitzt neben mir und arbeitet nichts. Davor stelle ich sie vor Gericht. Stopp! Nicht so schnell. Ah, nach Mausen geht's hier. Zusehen, dass ich auf die andere Spur komme hier. Arno! Blödes Auto! Da, Tra, A32, Damenbeck. Nach Damenbeck. Ist was für dich, hä? Damenbeck. Könntest du mich auch mal anschauen oder mit mir reden, ignorante Bitch. Bin ich gerade richtig? Kann sein, dass ich... Na, ich bin falsch. Ich bin falsch. Der wird mich gleich zurücksetzen. Wenn er merkt, dass ich falsch bin. Jawohl. Ich hätte da wieder rechts rausgemusst. Mann. Komm schon. Ja, ist gut. Na? Ja, ich möchte da wieder. Ach, herrliches Spiel. So. Dann hoffen wir mal, dass das jetzt hier seine Richtigkeit hat. Ja. 32, jawohl. Ah! So, hier lang. Der Andi könnte eigentlich selbst einmal in seinen Alkotester pusten. Zentrale an Norbert Moor 02. Fahren Sie zur Wache See. Dann hätte ich endlich mal ein Ergebnis. Ein positives. So, noch 7,3 elendig lange Kilometer bis zu diesem blöden Unfall. Was habe ich nur getan? Warum habe ich den angenommen? Bin ich des Wahnsinns? So. Okay. Tabella Sum 2 an Zentrale. Melden Sie sich. Dann darf das hier wohl, oder dürfte das Damenbeck sein, hier diese schöne Metropole? Okay. Ja, langsam habe ich mich auch dran gewöhnt, das Auto zu steuern. Norbert Moore, ein hätte ich nicht gedacht, dass das funktioniert. So. Volles Pfund.
Leute, ich sag mal so, ich habe schon schlechtere Spiele gespielt. Es waren vielleicht nicht so viele, aber es gab sie. Wenn ich dann an den Notarzt-Simulator denke oder New York Taxi, dann ist das hier schon pures Gold dagegen. Hallo. Norbert Moore 1 an Zentral. Hallo. Komme zur Wache. Ich denke, ich war doch richtig auf der Spur, aber irgendwie war ich zu... Ich weiß auch nicht. Ich verstehe diese Karte, dieses Kartensystem da oben nicht. So, der Wagen kann übrigens nicht schneller fahren, als er jetzt gerade fährt. Ihr seht es, ich drücke noch Gas. Gerade so 190. Schafft er noch mit Ach und Krach. Na, dann ist Feierabend. So, und hier sind nur 80 erlaubt. Okay, dann bremsen wir mal brav ab. Nicht, dass uns noch Kollegen erwischen und uns verknacken. So, weiter. 2,4 Kilometer noch. Ja. Dieses Geleuchte da vorne macht mich auch ein bisschen wahnsinnig. Diese Rücklampen. Hätte man grafisch ein bisschen besser lösen können. So, wir sind gleich da. Aber wir sind auf der falschen Spur. Heißt, ich muss die nächste rausfahren. Ach komm! Norbert Moore, 01. Melden Sie sich. Mann! Ficken! Sorry. So, da links wäre es jetzt gleich gewesen, oder? Nee, ich glaube ich. Ach komm, das ist doch scheiße! Okay, nächste raus und dann wenden. So, weg da! Ich denke, Alter, fahr, vorwärts. Zentrale an Norbert Moore, 02. Melden Sie sich. Okay, jetzt war ich als Geisterfahrer unterwegs. Meine Güte. Und ich krieg voll viel Schaden, wenn ich in die falsche Richtung fahre. Das ist auch krass. Da geht der Schadenszähler total nach oben. Gibt mir das Auto quasi Penalties dafür. Meine Fresse, meine... Ah! Sag mal... irgendwie... Zentrale an Norbert Moore, 02. Fahren Sie zur Wache See. Jetzt bin ich doch irgendwie schon wieder verkehrt. Es ist dunkel, ich sehe nicht, wo ich hinfahren muss. Oh Mann. So. Ich weiß nicht, wie lange ich schon aufnehme. Es wird mal höchste Zeit, die Folge zu beenden. Würde ich sagen. So, hier. Damenbeck. A32. Ja. Ja, wichtig in diesem Spiel. Immer Schilder lesen. Sonst wird das nichts. Jetzt fahre ich ja wieder in die verkehrte Richtung. Jetzt muss ich die nächste wieder rausfahren. Was ist denn das für eine Scheiße? Ah, oh Mann! Ich nehme nie wieder einen Unfall an in diesem Spiel. Was ist das da oben eigentlich für ein Symbol? Zentrale an Cabella Sumpf 01. Fahren Sie zur Wache Moor. So, jetzt müsste ich eigentlich nur noch geradeaus fahren. Dann ist ja alles okay. Ich glaube, jetzt bin ich richtig. Jetzt hat mich das Spiel hier richtig gesetzt. Wahnsinn. Okay. Meine Nerven. So. Und das hier sehen wir uns in der nächsten Folge an. Ja, ich bin ein fieser Möpp, ich weiß. Aber so ist es nun mal. Zentrale an Bis dann, Moor, macht's gut. 02. Tschüss. Fahren Sie zur Wache Moor.